Aloy, warum sagst du nichts? Sag doch was. Kerlchen. Hä? Da irgendwo muss ich hoch. Wir können ja eigentlich von hier aus auf die Dinger springen, oder? Ja. Nö. Interessant. Können wir von... Ja, können wir. Oh. Wait a minute. Da können wir noch was einsammeln. Alara kratzt mich so ganz leicht. Nera, habe ich schon die Kreide geschnitten? Madame! Was zur Hölle? Die macht mich noch nicht fertig. Verstehe ich nicht. Das stört meinen Fokus. Stirb doch, Mann. Mann, ey. Diese Sprungdinger nerven mich hier. Boom. Warte, boom. Naja, Gott sei Dank hältst du die Klappe. Einer. Was bist du denn? Ich kurze. Ja, was? Junge! Ich will nicht mehr! Halt die Klappe!
Hallo? Was ist mit euch los, Alter? So! Diese Sprungdinger, die nerven mich so abartig. Was ist eigentlich los hier? What the f- Ich raste aus gleich. Dead. Oh ja, toll. Okay, Moment. So, jetzt hängt die Kamera hoffentlich nicht mehr. I'm sorry, ich hoffe, dass das nicht die ganze Zeit so war. I want to have quality and my PC is like, no. Kannst du bitte aufhören, mir weh zu tun? So. Gott im Himmel, was war das bitte? Und was ist das zum Beispiel? Reinigungstrank habe ich noch nie gebraucht. So. Voll gegen das Ding geklatscht. Geil. Hallo. Danke. Oh, nicht schon wieder. Meine Güte. Das klingt nicht gut. Ich versuche den Zugriff wieder herzustellen. Kannst du bitte aufhören? Bitte, 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 bitte. Yo! Du Arschkuh. Ihr nervt mich. Warum von allen Monstern mussten die nehmen? Halt die Klappe jetzt. So. Will nichts hören mehr. That was a Wumms. Stirb. Gott sei Dank. So, Knotenzugriff wieder hergestellt. Jetzt kannst du überbrücken. Gute Arbeit. Du hattest mehr zu tun. Hui. Ja. Die ganze Zeit. Ist das dein Ernst?
Ich sag nix. Also, überbrücken wir das. Eventualfall Zeta 8 ausführen. Löschung schlägt bevor. Aktiv in Konstruktionsbucht 1. Okay. Der Festes gehen allmählich die Verstecke aus. Super. Aloy, ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Ja, auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die Hephaestus gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Beta. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Pass auf dich auf. Oh Gott. Ganz ruhig. Setze Prioritätseinheit S1 ein. Nee. Diese Dinger in ihren Beinen leuchten. Ich glaube, sie geht auf. Gott. Oh Gott. Die sind so stark. Das wird jetzt eine Katastrophe. Und ich habe einfach... You wanna kidding me? Sie ist jetzt bereit. Und voller Plasma. Na toll. Gefroren bis ins Mark. Run for run. The sky is a jump to run for run. Da ist Plasma auf mir. Das kann jederzeit explodieren. Vielleicht ist einer meiner Tränke. Geil.
Knoten geben. Gut. Halt dich bereit. Ich schicke Hephaestus zu euch zurück. Hui, ui, 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 ui. Lotti Garotti, ui, 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 ui. Puh, aber das war ein guter Kampf. Ein guter Kampf. Wirklich super. So. Kann ich sowas herstellen? Ja, perfekt. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Die kann ich nie herstellen. Verstecken mehr, Hephaestus! Okay! Hephaestus ist zurück im Kern! Sorg dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Und dann starten wir die Verschmelzung. Alles dank dir, Beta. Ich bin froh, dass du hier warst. Du, Val. Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Ja, gleichfalls, Aloy. Werden wir hier jetzt sentimental? Uiuiuiui. Hola, Leute. Hey, hallo. Die Umgehung ist fertig. Super. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Verschmelzung müssen wir Hephaestus bösartigen Code entfernen. Vorsichtig. No way! Oh, oh mein Gott. Hallo, redundante Kopie. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Eric, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Hinter mich. Komm schon! Schluss mit dem Blödsinn! Das gibt ja Spaß los, oder?
Na endlich. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Was du, Teufel, was du? Halt sie auf! Ich seh sie nicht mal! Peter! Val! Wo bin ich? Ara, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst die anderen Zeniths. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück? Okay. Ich bin gerade echt traurig und muss mir echt das Weinen verkneifen. Wozu war das gut? Ist das eine Art Bunker? Was ist das? Nur ein paar Lieblingsstücke, die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Mein Freund ist tot. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Die Nachtwache von Rembrandt. Bei weitem das bekannteste Gemälde, das mein Heimatland hervorgebracht hat. Es wurde zu Ehren einer Miliz aus einflussreichen Bürgern in Auftrag gegeben. Ich schätze, du warst wohl eine einflussreiche Bürgerin. Damals. Aber nicht so einflussreich, wie du es in dieser neuen Welt gewesen wärst. Mein Lieblingspaar. Links ist die Briefleserin in Blau von Vermeer, ein wahrer Meister. Und rechts ist eine Fälschung. Dame beim Musikstudium. Experten hielten es für ein unschätzbares Original. Am Anfang meiner Karriere war ich von solchen Täuschungen fasziniert. Ich entwickelte eine Scan-Software, die Fälschungen mit unerreichter Genauigkeit entdecken konnte. Hast du so genug Geld verdient, um einen Platz auf der Odyssee zu kaufen? Oh nein. Mein wahres Vermögen erlangte ich erst später. Selene und Endymion. Sie ist die Göttin des Mondes. Er aber nur ein einfacher Hirte. Neben ihr siehst du den Liebesgott Amor. Also,
Schleicht sie sich an ihn an? Sie besucht ihn eher heimlich. Amos Fackel steht für Selenes unsterbliche Liebe zu Endymion. Obwohl sie nicht zusammenkommen können, stirbt ihre Liebe nicht. Endymion? Sailor Moon? Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Einen Trauernden. Um was trauert er? Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem. Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Ein Porträt von Rembrandts Sohn Titus, der eine Mönchskutte trägt. Ich verstehe das nicht. Warum sollte jemand wie du mit unendlichen Ressourcen sich um dieses Bild eines Jungen scheren? Es geht nicht um das Bild, sondern die Gefühle, die es auslöst. Das Gesicht ist klar und scharf. Doch der Blick gesenkt, als wäre ihm Unglück widerfahren. Und der Hintergrund scheint alles nicht zu verschlucken. Das Gemälde scheint Verlust darzustellen. Ich glaube, ich kann mich in den Maler hineinversetzen. Der Windstoß von Willem van der Velde ist das bekannteste seiner zahlreichen Maritimgemälde. Ein Schiff segelt ins Unbekannte. Das Gefühl kennst du wohl. So ist es. Deshalb gefällt mir diese Komposition so sehr. Obwohl Wind und Wellen das Schiff zu zerstören drohen, bleibt es heil. Und klammert sich trotz der Dunkelheit an das Licht. Okay, Wunderschön, oder? Gemälde sind nicht die einzigen Meisterwerke aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Das hier ist Van Fiennens Krug mit Deckel, der aus einem einzigen Silberblatt besteht. Wofür benutzte man ihn? Da bist du, Elisabeth, sehr ähnlich. Funktion über Form. Sein Zweck war weniger bedeutsam als seine Bedeutung. Van Fiennen hat ihn zu Ehren seines verstorbenen Bruders geschaffen, der ebenfalls Silberschmied war. Ein Denkmal. Ja. Solche Schönheit aus Leid entsprungen. Sie reißt sich die Haare aus. Aus Irrsinn? Oder Trauer? Es ist hart, sie leiden zu sehen. Der Friseur hat halt nicht so die Frisur hinbekommen, die sie wollte. Viel Gewicht auf seine Schultern. Das Gefühl kenne ich. Schon fertig? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Das müssen wir beide. Wir versuchen so vieles zu retten. Und davon ist gar nicht wenig im Tresor. Es ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern.